Und zwar sind wir heute bei dem Part Teil 2 der Erzrunde. Ich habe dir ja in einem letzten Video schon gezeigt, wo du gut Platin, Erz und Silber bzw. Eisen abbauen kannst. Und heute zeige ich dir ein paar reichhaltige Orichalkum-Adern. Und zum einen, an einer Stelle kannst du dir eine reichhaltige Quarzkristallader auch holen. Da kriegst du 10 Quarzkristalle. Und ich denke, vor allem Orichalkum brauchst du ja für die höheren Berufe viel. Und Orichalkum ist aktuell bei mir bei 3,8 bis 4 Silber. Und wenn du da ein paar Mal brauchst, was, das wird dann schon ein bisschen teuer. Zusammen machen wir das heute mit der Talula. Sie hat gerade mal schön euch willkommen geheißen und mal gewunken. So. Und zwar kann ich dir das wieder empfehlen, mit der Himmelsschuppe zu machen. Wir müssen, irgendeiner macht hier die ganze Zeit Musikgeräusche, keine Ahnung, was das ist. Ich habe es so nicht rausgefunden. Auf jeden Fall sind es Gebiete aus der Path of Fire, meine ich auch. Also das ist so hier diese Karte runter. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei welchen Staffeln und welchen Erweiterungen, aber ich meine, das sind die. Und zwar geht es als erstes los mit Kristallwüste. Und zwar müssen wir ins Wüstenhochland. Die Kristallwüste ist so in zwei Gebiete eingeteilt. Einmal hier unten das und hier oben das. Und du musst hier oben hin mit mir. Und zwar hierhin. Wegmarke Hochsprunghof. Ich werde dir das hier irgendwo wieder einblenden, falls du das ohne Ton schauen solltest. Dann siehst du den Schriftzug und weißt genau wohin. Da gehen wir hin. In diesem Gebiet kannst du dir auch den Hasen holen. Ich glaube, du musst da ein Herz machen, bestimmte Sachen sammeln. Dann kannst du dir den für ein paar. Entweder kriegst du den sogar kostenlos oder für ein paar Handelsverträge. Ich bin mir nicht sicher, bei mir ist das alles schon ein bisschen länger her. Und ja, wir sind jetzt hier. Geh mal bitte auf dein Schwertchen. Ist das Schwert nicht cool? Das haben wir vor kurzem für eine Sammlung gekauft und per Zufall gesehen und dachten nur so, oh mein Gott, das ist so cool. Ja, das ist das Wüstenhochland. Viel bergig, also ich kann es dir eigentlich wirklich nur empfehlen. Entweder mit dem Hasen, aber dann brauchst du auch gut Geduld. Also wir machen es nur mit der Himmelsschuppe, weil wir halt viel fliegen können. Manchmal ist hier hinten so ein uralter Sprössling. Der ist jetzt leider nicht da. Und ja, wir gucken einfach mal, was heute so da ist. Hier ist einmal Orichalkum in diese Richtung. Denn ich habe gestern die Orichalkum-Tour gemacht und das passt sich dann immer so ein bisschen Tag für Tag an. Deshalb, wir müssen mal gucken, was heute so da ist. Vor diesen Dingen, nimm dich in Acht, vor diesen Harpien. Die sind gut stark. Und ich mache die Orichalkum-Tour nur noch mit meiner Nekromantin, weil die am stärksten ist und ja gut was aushält. Und ja, du siehst, hier ist das erste Orichalkum. Das ist jetzt eine normale Ader. Heißt, du kriegst drei Stück. Da ich eine Rune drauf habe, kriege ich immer noch ein bisschen Leder mit. Und ich finde es einfach eine super coole Welt. Viel Hügeliges. Und manchmal ist hier in die Richtung noch was. Manchmal hier unten auf diesem kleinen Plateau. Wenn nicht, dann da oben. Mal gucken, wann es mir angezeigt wird. Ja, da hinten ist die reichhaltige. Genau, die reichhaltigen Orichalkum oder Orchikalkum, ich sage mal Orichalkum, ist einmal am Tag nur abzubauen. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe diese Dinge. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Sie sind so nervig. Und so stark, die hauen dich einfach, guck, die hauen mich einfach runter, die haben mich eben aus dem Schleier rausgeholt. Das gibt's nicht, also die sind ätzend, die Teile. Und mein, wie heißt das, der Fleischgolem, der rennt auch natürlich zu jedem einzelnen Ding hin und greift das an. So, jetzt müssen wir den noch kaputt machen. Und das ist auch noch ein Veteran, ja. Und die machen so komische Winde, dann kommen da Blitze runter. Und das nervt. Also am besten mit einem Charakter machen, der ein bisschen was aushält, der aber auch gut stark ist, bei dem du dann halt auch das Viehchen runterkriegst. Du siehst, ich bin jetzt extrem gut stark hier mit meiner Nekromantin, aber es dauert trotzdem. Und im Schattenmodus kriege ich den immer am besten eigentlich runter. So, welches Vieh hat uns jetzt noch attackiert? Los, Frischfleisch. Frischfleisch.
Talula, was sagst du da für Zeug? Im Moment ist die so redselig, die Talula. Die redet und redet und dann sagt die da was weiß ich was alles. Also es ist schon interessant. So, lässt du mich in Ruhe? Wo ist mein Fleischgolem? Hat es dich zerstört, Fleischgolem? Auf jeden Fall ist sie hier hinten. Och, das gibt's doch nicht. Ist das dein Ernst? Gibt's dann da hinten die reichhaltige Orichalcum-Ader, meine Güte. Das, also heute. Also heute wollen die scheint, dass ihr mich kämpfen seht, ey. Das ist ja schlimm heute. Wieder Stungelmodus. Juhu, ich liebe diesen Modus. Das ist so ein geiler. Also Necro kann ich dir nur empfehlen. Der macht so Bock. Allein du hast halt Fernkampf auch ein bisschen durch die Axt und den Fokus ist es, glaube ich, was wir haben. Hallo, du sollst nach vorne rennen, so war ja. Talula, sorry. Und jetzt hier ist die reichhaltige. Und ich zeige dir mal, wie viel ich kriege insgesamt und was, wie viel ich bekäme, wenn ich das verkaufen würde. Das zeige ich dir auch aktuell. Ich meine, der Preis ist gut hoch. Wir ziehen das mal hier runter, dass ich es angezeigt bekomme. Wir können ja mal gerade gucken, was das aktuelle Preis ist. 3,69. Gut, er ist ein bisschen gefallen. Wir machen es meistens so, wir stellen es für einen bestimmten Preis rein. Jetzt haben sie mich wieder erwischt. Also, die Viechen, wie gesagt, ich liebe sie. Aber ich sehe gerade, ich habe noch nicht einmal abgebaut. Da fehlt nur was. Da fehlt nur was. Mein Fleischgolem, der kämpft mit denen scheint es gerade. Ja, da hinten ist er. So, haben wir es jetzt? Sehr gut. So, ab, los. Schnell. Einmal bitte nach links. Bin gleich wieder in Ordnung. Ja, ich weiß, Talula, gell? Es ist, also die Dinge, die sind nervig, wirklich. Die sind wirklich nervig. So, jetzt können wir endlich hin. Hier kannst du dir auch einen Greif rein, theoretisch, nehmen. Und dann hier lang fliegen, das macht eigentlich ganz Bock. Nur, ich bin ehrlich, der Greif ist schwer zu fliegen. Also für mich ist er schwer. Ich habe es noch nicht so durchblickt, wie man mit dem fliegen muss. Also der hat so einen Speed, der geht dann ganz steil hoch und ganz steil runter und kriegt dadurch seinen Speed halt. Und er fliegt halt immer so hoch und runter. Nicht so wie die Himmelschuppe, mit der du irgendwie fliegen kannst, wie du willst. Oh, hast du schon frei gemacht, das ist aber cool. Ja, dann fliegst du einfach von der Stelle einfach hier der Länge nach weiter und hast dann hier die nächste reichhaltige. Hier unten ist eine Wegmarke und noch eine Mithrilader. Ey! Du bist schlimm. Erst Verteidigung, dann Angriff. Erst Verteidigung, dann Angriff. Und jetzt sind natürlich die Kleinen da. Das machen wir jetzt einfach mit unserem Tarn-Dingsbums. So, und jetzt bauen wir noch die letzte Runde ab. Also heute ist viel los. Also normalerweise habe ich immer ein bisschen meine Ruhe, wenn wir die Orichalcum-Ader machen. So, die nächste ist auch noch in der Kristallwüste. Und zwar hier, Tempel von Kumir. Da ist manchmal hinter dir und vorne unten in der Bucht eine. Da gucken wir jetzt mal. Gestern hatte ich Pech. Da bin ich auf eine andere Karte geportet worden als mein Freund. Und der hatte Glück. Und ja, ich habe wieder kein Glück. Bei mir wird nichts angezeigt. Naja, egal. Und zwar fliegst du einfach hier geradeaus weiter. Und dann müssen wir hier oben hin. Und ich mache es immer so, ich lande hier einmal zwischen. Lande hier zwischen. Hier ist eine Kiste. Wenn du Schlüssel hast, ich habe keine, kannst du hier die Kiste aufmachen. Wenn nicht, fliegst du weiter nach oben. Einmal aufs Zelt. Und hier siehst du schon Mithril, reichhaltige Orichalcum-Ader. Meistens hast du hier oben Glück und wirst nicht angegriffen, weil du so ein bisschen geschützt bist durch den Baum. Direkt hier ist die, in dieser kleinen Nische. Und ja, wir bauen mal ab. Hier hast du diese Sandmilben wieder überall. Aber wie gesagt, hier, wir haben eigentlich immer Glück und müssen hier gar nicht kämpfen. Also ich habe hier noch nie gekämpft. War immer Glück dabei. Ja, ich bin mal gespannt. So, haben wir es? Gut. Dann das nächste ist hier direkt parallel rechts runter, Schicksalsschlucht. Und da hast du dann einmal die Quarz, die reichhaltige Quarzader und eine reichhaltige Orichalcum-Ader. Und zwar läufst du hier links hinter, fliegst und siehst dann hier so
Was sind das? Das ist, sieht aus wie so hängende Böden. Ich nehme immer beide mit, um einfach die Aufladezeit in die Balken zu haben. Und dann kannst du von hier aus ganz nach oben. Und tschum. Aufpassen mit den komischen Luftelementaren, die können dich gut kaputt machen. Und zwar hier zwischenlanden. Hier oben haben wir wieder ein Orichalcum, eine einfache Ader. Die nehmen wir mit. Dann hast du hier hinten wieder manchmal eine Kiste, nicht immer, manchmal. Ich weiß gar nicht, nee, heute ist sie nicht da. Und dann fliegst du hier hoch, am besten immer irgendwo gucken, wo du zwischenlanden kannst. Und fliegst und fliegst und fliegst und fliegst und fliegst. Dann landen wir hier einmal zwischen. Und das ist eigentlich immer nur geradeaus. Und jetzt müssen wir hier rüber. Und da hinten, wo sie alle schon am Stehen sind, da ist das Quarz. Und Quarz brauchst du für einmal für die Himmelsschuppenhäppchen. Wenn du deine Himmelsschuppe dir holst, musst du die ja füttern. Aber du brauchst Quarzkristalle auch für andere Sachen. Und wir holen sie immer einmal, weil du sie verkaufen kannst. Die bringen gut Silber. Und ja, das sind halt immer 10 Stück. Ist hier irgendwas Böses? Ah ne, das ist das Schiff über uns. Hast abgebaut? Alle schon? Wow. Dann am besten wieder auf den Drachen. Und dann fliegst du hier rüber. Dahin. Gehst runter. Das ist rein theoretisch jetzt die Stelle, wo wir hoch sind. Und Betty, was machst du? Alles okay? Deine Bälle habe ich alle weggemacht. Wegen dem Staubi. So, dann geht's hier runter. Hier ist eine Kiste. Manchmal kann man die öffnen, aber wie gesagt, ich habe keine Schlüssel. Oh mein Gott, ja. Hier ist wieder das blöde Event. Und wenn du da stehen bleibst, hast Pech. Manchmal ist hier oben frei und du musst nicht kämpfen. Deshalb, wie gesagt, immer gucken, dass du gut dir frei machst, dass dich keiner angreift. Offizier, du wirst auch platt gemacht. Juhu! Noch einmal draufhauen. So, jetzt machen wir dich noch platt. Ich mag es nämlich nicht, wenn ich weiß, das sind Bösewichte, die mir dann von hinten in den Rücken schießen. Das ist blöd. Da hab ich nicht die Ruhe abzubauen. Deshalb mache ich es immer erst alles kaputt. Beziehungsweise lass dem Fleischgolem auch noch so ein paar bisschen über. Und dann hast du hier eine reichhaltige. Du hast hier unten noch Mithril, Mithril, Mithril. Und hast sogar hier noch eine Quarz. Und hier auch draußen nochmal ein Orichalcum. Wir können das Quarz hier unten holen und das Orichalcum auch. Willst du dich hinsetzen? Komm hoch, auf, das schaffst du. Du kannst dich hier zu mir auf den Tisch setzen, wenn du möchtest. Aber nicht aus meinem Eistee bitte trinken. Ja, ja. Meine Betty. Meine Betty, die macht im Moment ein bisschen Unsinn. Gestern, weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen interessiert. Wenn es keinen interessiert, dann hör einfach jetzt weg. Aber ich habe mich gestern so kaputt gehabt. Und hier ist genau, hier ist die Quarzgedöns. Da kriegst du 3 Stück. Wenn ich jetzt es schaffe, mit der Himmelsschuppe da richtig hinzugehen. Und ja, die Betty hat mir beim Kochen geholfen, macht wieder Unsinn. Wie heißt es jetzt? Habe ich voll den Namen vergessen. Wir haben Tortellini gemacht, die so eine Füllung haben. Und das hatte ich schon in die Auflaufform gepackt, habe dann die Soße vorbereitet und guck auf den Boden. Sitzt die Betty auf dem Boden und wurschtelt da unten am Boden rum, als würde sie auf was kauen. Ich so, hä, was hat die sich denn jetzt geholt zum Kauen? Hier war übrigens auch noch Orichalcum. Dann, Moment, irgendjemand hat mich im Visier. Ich muss, flieg doch hoch, meine Güte. So, können wir hier für, ja, hier können wir für eine Sekunde stehen. Dann kann ich dir jetzt die nächste zeigen, beziehungsweise ich erzähle schnell mit der Betty fertig. Dann hat die sich wirklich eine Tortellini geklaut und hat versucht, die zu essen. Ich habe so gelacht, ey. So, die nächste. Elon Flusslande gibt es nicht. Es gibt hier unten eine dann, Knochenufer. Da porten wir hin. Ja, und dann hat die Betty einfach eine Tortellini sich geschnappt und wollte die essen. Ja, weit kam sie nicht, weil ich habe sie hier wieder abgenommen. So. Ja, ich weiß, ich habe auch hier so ein Ladings im Beutel drin. Dass ich weiß, wenn irgendwo was ist, dass ich schnell hinporten kann. Betty, was ist los? Hm? Was ist wieder los mit dir, du Hicks? Und dann fliegst du einfach hier geradeaus durch. Manchmal ist hier ein Event. Deshalb sind diese Vogelscheuchen jetzt so komisch kaputt. Und dann hast du hier die Bösen. Die bekämpfen sich irgendwie gegenseitig. Wollen dann einen selbst auch noch angreifen. Und da. Hier kannst du einiges an Karotten und ich glaube auch Erdbeeren abbauen. Und wir sollten schnellst weg. Denn diese komischen Jada-Dingsbums sind wieder da.
Ja, leider wird es jetzt wieder dunkel. Heißt, es sieht alles wieder ein bisschen anders aus als ja, tagsüber. Aber ich finde, es sieht trotzdem immer noch schön aus. Du hast hier vorne direkt einen Beherrschungspunkt. Und wir düsen einmal hier rein, weil hier ist eine einfache Orichalcum-Ader. Und zwar hier. Da kriegst du wieder drei Stück. So. Holst du deinen Fleischgolem? Dann hole ich noch den Bluthold-Hund-Dingsbums da. Und dann hüpfen wir weiter und fliegen einfach geradeaus. Bitte natürlich nach oben. Fliegen wir jetzt hier rüber Richtung Wasserfälle. Und zwar musst du hier an den großen dahin fliegen. Und dann gehst du, wenn du Glück hast, da ist eine Spinne, musst du die Spinne platt machen. Sonst kannst du nicht aufsteigen auf deinen Schakal. Wir müssen nämlich unbedingt jetzt ja, auf den Schakal. Heißt, du brauchst den Schakal. Du brauchst auch die Beherrschung, dass du durch diese Sandportale springen kannst. Und das machst du einfach so. Du springst mit Leertaste und drückst nochmal und springst einfach durch das Portal. Das geht ganz easy. Und dann dürfen wir hier die reichhaltige Orichalcum-Ader abbauen. Ja, und dann haben wir auch schon den größten Teil hinter uns. So, nächste. Und zwar in Elon, im Ödland. Und zwar hier unten, Hölle der Vergessenen. So, manchmal, wie jetzt hier in unserem Fall, ist hier hinten was. Da musst du ein bisschen mit den bösen Geistern aufpassen. Aber sonst kannst du die eigentlich easy peasy abbauen. Hier sind jetzt gut gebrandmarkte Viechchen. Die machen wir mal kurz kaputt. Wenn wir Glück haben, kommt dieses Skorpion jetzt nicht zu uns. Ja, haben wir Glück. Dann kannst du hier die einfache abbauen. Und dann wieder auf den Drachen. Und einmal wieder Richtung Wegmarke zurück. Und zwar einfach hier geradeaus Richtung Panorama. Nimm immer ein paar Flächen mit, wo du dich abstützen kannst, damit dein Balken hier wieder voll geht. Du brauchst ihn nämlich. So, und dann gehen wir hier weiter. Dann können wir uns hier kurz absetzen. Und dann gehen wir hier hoch und setzen hier uns nochmal kurz ab, dass er sich volllädt. Und dann geht's nach oben, ganz nach oben. So, einmal voll tanken. Und weiter geht's. Weiter geht's. Da der eine jetzt schon vor uns ist, wird er den wahrscheinlich kaputt machen, oder? Hast du den kaputt? Hast du ihn? Ein bisschen. Hier ist dann auch eine reichhaltige Orichalcum-Ader. Du hast auch so ein cooles, brennendes Schwert. So, du musst ein bisschen nah dran. Manchmal flutscht die bei mir hinter. Warum auch immer. So. Letzte Runde. Und dann gehen wir zur letzten Orichalcum-Ader. So, und zwar ist das hier unten beim Schakal. Sandschakallauf. Da kannst du den Schakal auch kaufen. Ich meine, für 100 Handelsverträge, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt hatte ich kurz nur eine kleine Unterbrechung. Ich habe jetzt die Betty schnell gefüttert. Die hat nämlich jetzt hier die ganze Zeit rumgeweint. Manchmal haben wir hier einen Sprössling oder ein Mithril. Das nehmen wir uns manchmal mit. Nehmt euch in Acht vor diesen hässlichen Viechern. Hier auf dem Plateau ist eine Kiste. Die kannst du dir mitnehmen, wenn du halt Schlüssel hast. Und dieses gelbe, komische Gezeug sollte nicht unbedingt in deine Nähe kommen. Denn das klaut dir Lebenspunkte. So, und dann haben wir hier die letzte Orichalcum-Ader. Ich kann dir nochmal zeigen, wo manchmal nochmal eine einfache sein kann. Hier oben ist manchmal noch Mithril drauf. Aber das ist nicht oft. Und da musst du dann auch schnell sein, weil sonst geht ruckzuck dein, ja, dein Lebensbalken runter. Dann zeige ich dir mal, wo eventuell noch was sein kann. Manchmal hast du hier noch eine einzelne Ader. Oder hier drüben. Und zwar bleibe ich jetzt hier stehen. Hast du die manchmal hier? Da musst du dann am besten mit dem Tier hin. Schnell abbauen. Nicht leben, also deine 6 mit dem Leben drücken, sondern warten, bis du hier drauf bist und dann erst drücken, dass du es bis dahin schaffst. Weil wenn du hier in der Mitte stehst, passiert dir nichts, beziehungsweise es reicht, glaube ich, schon, wenn du bis hierhin läufst. Und ja. So schaut's aus. Dann machen wir eine kleine Verabschiedungsrunde. Komm, wir setzen uns hier zu den Greifen. Das ist doch cool. Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, ein cooles Foto machen, uns verabschieden und ja,
So, und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich habe dir die ganzen Adern gezeigt. Ich habe dir den Schriftzug eingeblendet, heißt, du kannst immer wieder zurückspulen. Ich werde dir unten in den Kommentaren mit dem Zeit, wo, wann, welche kommt, das nochmal, dann kannst du auch da schnell hinklicken. Und ja, hier oben, wenn du dann diesem Weg folgst, musst du ein paar Aufgaben machen und dann kriegst du den Schakal. Ich meine, du zahlst mit Handelsverträgen, meine ich. Wenn du Zinsen, ein paar Gold, die du in die Hand nehmen musst. Und ja, so kannst du ganz schnell dein Orichalcum farmen. Und jetzt zeige ich dir mal, was ich so bekommen habe. Also okay, ich habe gerade 26 drinne. Und dann verkaufen wir einfach mal. Du kriegst immer diese Opal-Sachen, so Kugeln. Wir haben jetzt insgesamt 85 Orichalcums bekommen. Und ich kann dir gleich mal zeigen, wie viel mir das beim Sofortverkauf bringen würde. Und ja, was es mir bringen würde, wenn ich es zum Beispiel reinstelle und einfach ein bisschen warte, dass es dann, ja, sich irgendjemand holt, der sagt, ja, für den ist der Preis okay. Aktuell würden wir 3 Gold, 13 Silber, 65 Bronze bekommen. Wenn ich jetzt sage, okay, gut, ist mir vielleicht ein bisschen wenig. Ich vergleiche immer hier, wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier erst, sagen wir mal, ab 3,90 wäre, würde ich sagen, gut, stelle ich es vielleicht für 3,85 rein. Da hier aber jetzt nur ein Kupferunterschied ist, guck, das wären dann 1,70, verkaufe ich es direkt und kriege somit 3 Gold, 13 Silber und 65. Tada! Wenn du das jeden Tag machst und um die 3 Gold kriegst, ist es nach schön, ist es natürlich schon ordentlich. Ja, du kriegst dann halt noch so Kleinigkeiten, so hier das. Oh, ich habe das vergessen zu verkaufen. So, also, gehen wir nochmal in den Handelsposten. Also, da hätten wir noch was. Und diese bringen dir 3 Silber. Heißt, ich würde jetzt hier knapp 40 Silber für bekommen. Würde ich auch direkt so verkaufen, da freut sich einer dann bestimmt. Und ich habe jetzt knapp 3 Gold 70 gemacht. Das in einer knappen halben Stunde, ohne groß reden. Also, ich finde es cool. Also, es macht Spaß, es geht schnell. Und du kannst allein für den Beruf halt einiges erben. Das geht halt nur mit einem Charaktermann, einmal am Tag. Und ja, sparst dir somit halt 85, die du sonst kaufen müsstest. Und du würdest wahrscheinlich 4 oder 5 Gold zahlen, wenn du es kaufen würdest, als wenn du es Verkäufer hast. Der Verkaufpreis ist immer günstiger. Aber du machst somit halt einmal Gold und du sparst dir das halt zu kaufen, wenn du zum Beispiel einen Beruf hast und musst da die höheren Level machen. Das macht halt schon, finde ich, ein bisschen was aus. Ja gut, dann hoffe ich, es hat dir gefallen. Es war hilfreich für dich. Du weißt jetzt so die geheimen Tricks, wo du die ganzen reichhaltigen Adern findest. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du bei der Soraya dann wieder mit reinschaust. Ich habe hier noch ein bisschen was an Ausrüstung gekauft, beziehungsweise Schmuck, der ihr Vitalität bringt, damit sie mehr aushält. Und ja, boah, wir werden dann weiter die Eiskühlenhöhlen, boah. Ich bin total durcheinander mit den Namen. Die Schneekuhlenhöhen erkunden, dass wir dann nach Askalon können. Ich freue mich schon sehr auf Askalon. Es ist eine ganz andere Gegend als wie Schnee. Vor allem, wir sehen dann mal was anderes als Schnee. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!